war, immer am Wochenende oder an Feiertagen habe ich entweder ein Zettelchen in meinem Briefkasten oder es klingelt an der Tür und ich habe nichts bestellt. Und was erwartet mich? Ich meine, heute ist 1. Mai übrigens und normalerweise kriegt man da ja keine Pakete, aber es wurde bei uns beim Bäcker abgegeben und ich habe mich riesig gefreut, denn ich habe wieder mal nicht damit gerechnet. Cosnova hat wieder an mich gedacht und hat mir eine LE zugeschickt. Ich habe schon reingeguckt, ich habe sie auch aufgetragen. Ich trage sie jetzt gerade, damit ich euch sagen kann, wie ich sie wirklich finde. Also ich habe sie wirklich heute erst geöffnet und ausprobiert. So sieht das Ganze aus. Man kriegt diese Box. Und ich liebe ja dieses Papier da drin. Ich verwende das immer für Essence-Videos, die ich abdrehe, wo ich euch die Produkte näher zeige als Untergrund, weil ich finde, dass es ein super schönes Gimmick ist. Wie auch immer. So, ich hatte in meiner Preview gesagt, dass das eine LE ist, die ich glaube nicht zu 100% meins wäre, weil es eine Sommer-LE ist und eben in etwas dunkleren Tönen gehalten wurde, dachte ich zumindest. Als das Paket ankam, dachte ich erstmal so, oh na toll, ich habe dieses blöde Body Spray bekommen. Ich war wirklich, also ich bin ehrlich, ne? Ich, in der Pressemitteilung dachte ich so, na, wer braucht das denn? Ich brauche es. Es riecht unfassbar. Unfassbar gut. Ich habe so einen Duft noch nie gerochen. Also ich kenne den Duft nicht. Es ist nicht übertrieben, wirklich nicht. Riecht mal dran, wenn ihr, oh Gott, zu DM kommt. Ich könnte mich darin baden. Ich habe mir, beziehungsweise meine Mama hat mir von Victoria's Secret ein Body Mist Spray bla gekauft. Und das riecht wirklich schön. Ja, aber das ist genau mein Duft. Unfassbar. Ja, ganz tolles Produkt. Steht jetzt in meinem Badezimmer ab sofort. Für jeden Tag. Oh Gott. Ich brauche davon ein Shampoo oder eine Duschcreme. Egal, es riecht einfach... Egal. Egal. So, dann war hier noch drin ein Eyeshadow in einem Gold-Bronze-Ton, würde ich sagen. Das war genau der Ton, wo ich gedacht hätte, der würde mir null stehen, den würde ich nie benutzen, dachte ich. Ich habe ihn aufgetragen. Ich mache mal die Brille kurz runter. Wie typisch für Essence-Produkte ist die Pigmentierung nicht die allerbeste. Was ich aber, wie gesagt, positiv finde, gerade bei so dunklen Farben. Oh Gott, wartet. Okay, kommen wir erstmal zu dem, was ich nicht mag. Au! Es lässt sich unheimlich schwer öffnen. Das ist super billig gemacht. Ich weiß nicht, Essence, was ihr euch dabei gedacht habt. Ihr habt doch viel bessere Verpackungen schon gemacht. Die Verpackung finde ich echt billig. Sorry, aber ist so. Ich dachte optisch außen, oh, ist ja süß, weil hier in der Seite so eine Prägung drin ist mit Essence und so. Fand ich erst schön. Und es ist auch hier so ein Lupeneffekt drin, finde ich eigentlich auch ganz toll. Aber es fühlt sich billig an. Ich glaube, wenn es einmal runterfällt, ist es echt am Arsch. Naja. Und es lässt sich super schwer öffnen. Das finde ich schon mal blöd. Die Pigmentierung ist so. Wie gesagt, ich trage es jetzt auch gerade. Ich weiß jetzt nicht, ob man es über den Tag verteilt noch richtig sehen kann. Denn ich habe es eben heute Morgen schon ausprobiert. Es ist eine wunderschöne Farbe. Lässt sich super schön verblenden. Gar keine Frage. Hat eine schöne Prägung drauf mit einem Flamingo. Ich verlinke euch unten auch mal meine Preview dazu. Da seht ihr die Produkte noch mal ein bisschen im Näheren, weil ich sie euch einblende. Und das ist ein wunderschönes Produkt an sich. Denn ich trage es jetzt solo, ich habe nichts anderes drauf, außer diese Farbe hier. Und finde es eigentlich echt schön, hätte nicht gedacht, dass es mir doch so gut steht. So, dann hatte ich einen Blush und ich liebe ja Blushs und Blushs kann ich nie genug haben. Und deswegen habe ich mich umso mehr gefreut. Das ist die 01 Pink Up Your Life und hat auch eine super schöne Prägung. Ist ein blauschichtiges Pink-Rosa, würde ich behaupten. Ich habe so einen ähnlichen von Kiko. Den ich ja auch schon extrem gefeiert habe. Aber der hier gibt ein viel natürlicheres Aussehen. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, weil wie gesagt, ich habe es jetzt schon den ganzen Tag drauf gehabt. Hier finde ich die Verpackung allerdings nicht so blöd wie jetzt auch bei denen. Es öffnet sich auch gut. Es wirkt stabil. Es klappt hier nichts hin und her. Sondern es ist hier sehr vorteilhaft gemacht. Ach so, er hat keinen Schimmer drin. Er ist... Er ist matt, lässt sich aber super schön schichten.
ist auch wieder so ein Anfängerblush, was ich super gut finde. Auch meine Mama hat ab und an Probleme, Blush richtig zu dosieren. Oder wenn man eben, ich habe es so, wenn ich mich schminke im Badezimmer, kommt von der Seite das Licht, von der Seite habe ich kein Licht, sondern nur von oben noch. Man überdosiert sich hiermit nicht und das ist total gut für Schminkanfänger oder auch Leute, die es einfach schnell morgens nur raufklatschen wollen und eine Farbe drauf haben wollen, ist eine super tolle Sache. So, dann haben wir hier zwei Nagellacke. Und diese zwei Nagellacke werde ich nicht benutzen, werde ich nicht auftragen, weil ich euch ja schon im Video ein Video abgedreht habe, wie ich meine Essence-Palette bekommen habe. Jetzt setze ich mal die Brille wieder auf, weil ich sehe mich nicht mehr. Ich habe ja ein Video abgedreht zu meinem Essence-Regal. Und ich dachte mir, ich habe ähnliche Farben in dem Regal und ich möchte euch auch mal was Gutes tun und werde deshalb diese zwei Farben an euch verlosen. Wann, das weiß ich noch nicht. Ich werde sie erstmal zur Seite packen, um ein paar Sachen für euch zu sammeln. Weil ihr so toll mich unterstützt, dachte ich mir, ich mache euch damit vielleicht sogar eine Freude. Weil LEs kriegt man eben nicht immer. Und die Farben sind wirklich schön. Das ist einmal hier die 01 Swimming Pool To Go. Ist ein schönes Mint. Und dass ich euch einen mintfarbenen Nagellack abgebe, hallo. Aber nein, Spaß beiseite. Ist eine wirklich schöne Farbe. Ich kann mir vorstellen, weil ich eben weiß, wie die anderen Gel-Lacke decken, dass der wirklich schön decken wird. Es ist eine schöne sommerliche Farbe. Finde ich ganz, ganz arg toll. Und ich hoffe, ihr freut euch drüber, wenn ihr das demnächst vielleicht gewinnen könnt. Und dann haben wir hier noch das Pink. Und das ist ein richtig tolles Flamingo-Pink. Die Farbe heißt Pink Up Your Life und ist die 03. Und die zwei könnt ihr demnächst bei mir dann gewinnen. So, dann haben wir hier das Besagte, was ich ja in dem Video meinte, das muss man nicht haben, aber es ist irgendwie süß, wenn man es hat. Täschchen, wo wasserdicht sein soll, beziehungsweise spritzwasserdicht sein soll. Da kann ich die ganzen Sachen reinpacken. Das tue ich jetzt auch gleich mal so. Zack, zack. Kann man dann mitnehmen, wenn man an den Strand geht. Ich verreise ja dieses Jahr an Strand. Jedenfalls werde ich das dann mitnehmen und da meine Make-up-Sachen rein verstauen. Finde ich süß. Und jetzt, Trommelwirbel bitte, kommt das Produkt, in das ich mich unheimlich verliebt habe. Ich habe über das Ding schon geschwärmt und das tue ich nach wie vor, aber was seid ihr jetzt damit? Habe ich einen Pinsel bekommen. Und ich liebe Pinsel. Und dieser Pinsel, ich habe das, glaube ich, schon in einer meiner Reviews gesagt, ich habe immer versucht, einen Kabuki-Brush zu bekommen, habe nie einen gekriegt, weil ich es immer vergessen habe, mir ihn zu kaufen oder sie waren ausverkauft, als ich dann einen haben wollte. Und jetzt habe ich diesen und ich finde ihn vom Design, und ich glaube, das habe ich auch in meiner Preview gesagt, ihn so, so schön, dass ich gesagt habe, ich will ihn haben und ich habe ihn und er ist butterweich. Ich könnte mich den ganzen Tag damit kuscheln. Es ist unheimlich schön. Ich weiß noch nicht ganz genau, wofür ich ihn benutze. Ich habe ihn jetzt versucht, als Blush zu benutzen, einfach um das hier ganz kurz aufzutupfen. Die Kombi mit dem Blush hier funktioniert nicht zu 100% für mich. Ich denke, ich werde ihn eben als Setting Brush benutzen, dass ich eben mein ganzes Make-up sette damit oder Puder eben auftrage. Es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Design mit Flamingos und Palmen drauf in Mint, was ich ja absolut liebe, wie schon 100 Mal erwähnt wahrscheinlich. Das ist auf jeden Fall der Kabuki Brush, hat der einen Namen? Brush Testing. Ja, wie auch immer. Jedenfalls ist der wunderschön. Ich freue mich, ihn zu haben. Danke Essence und danke Cosnova, dass ihr mir dieses Paket wieder zugeschickt habt, denn es wäre wirklich eine LE gewesen, die ich mir so nicht im Laden angeschaut hätte und die mich doch umso mehr überzeugt hat, jetzt wo ich sie testen durfte und die Farben gesehen habe live. Danke, danke, danke dafür und ich danke auch euch, dass ihr euch das Video angeguckt habt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht getan haben solltet, dann abonniert mich doch sehr, sehr gerne, damit ihr keine Videos mehr verpasst von Reviews,